Hallo, hier ist Markus Happ. Heute will ich eine Fortsetzung des letzten Videos von mir machen über die große totale Sonnenfinsternis, die gestern am 8. April die ganze Welt beobachtet hat in den USA. Und Sonnenfinsternisse sind Zeichen am Himmel und laut der Bibel auch immer ein Warnzeichen für nahendes Gericht sehr oft, das nicht immer sofort am selben Tag kommt, aber in einem Prozess der Abfolge, der Ereignisse. Ich will in diesem Video die Dinge vertiefen, warum gibt es überhaupt den Krieg zwischen Hamas und Israel, der am 7. Oktober begonnen hat? Welche Bedeutung kann die rote Kuh haben, die vorbereitet wird von dem Tempelinstitut und Israel, um den dritten Tempel zu bauen? Kann diese rote Kuh zu Harmageddon führen, zum dritten Weltkrieg? Gib doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich schnell auf YouTube und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. In diesem Video will ich auch schauen hinter die Beziehung zwischen Netanyahu und dem Rabbi, wie er genannt wird, Schneerson. Und er ist der einflussreichste Rabbiner, Schneerson, der unglaublichen Einfluss auf Präsidenten ausgeübt hat und eben auch seit 1984 auf Netanyahu und ihm gesagt hat, dass er Premierminister werden wird, lange bevor es geschah, und dass er der letzte Premierminister sein wird, bevor der Messias kommt, den Israel erwartet, und er wird ihm die Staffel übergeben. Das sind wenig bekannte Dinge und ich will in diesem Video mit euch darüber reden und das anschauen. Wir hatten ja, wie gesagt, die totale Sonnenfinsternis und sie hat sich überkreuzt mit zwei weiteren, die von 2017 zu einem X, das den Buchstaben TAF bildet. Und es gab auch eine nicht totale Sonnenfinsternis im Jahr 2023 davor und es bildet die Buchstaben Alpha und Omega. Und es ist so, als ob Jesus Christus eine Signatur über die USA gibt. Und ich habe ja im letzten Video darüber geredet, dass die Sonnenfinsternis von gestern durch sieben Städte mit dem Namen Ninive läuft, was eine Stadt ist, die Gottes Gericht Warnung bekommen hat durch den Propheten Jona, wenn sie nicht Buße tut, dass sie dann vernichtet wird. Es gab auch Planetenkonstellationen und auch das geschieht sehr, sehr selten, dass insgesamt sechs Planeten in Alignment waren, in der Ausrichtung auf die Sonne während der Sonnenfinsternis. Also wir wollen uns anschauen, die rote Kuh hat eine sehr große Bedeutung. Wir lesen das in 4. Mose Kapitel 19, wo befohlen wird, eine rote Kuh, eine junge Kuh zu opfern und damit die Priester zu reinigen und den Tempel, damit man in das Allerheiligste gehen kann und ein Sündopfer macht zur Vergebung der Sünden für Israel im Alten Bund. Es sind 9 Kühe geopfert worden in der ganzen Geschichte Israels und jetzt wird vorbereitet, die 10. dieser Kühe zu opfern, um den dritten Tempel in Jerusalem zu bauen, der eben in der Bibel an vielen Stellen vorausgesagt wird, im Propheten Daniel und dann auch in der Offenbarung. Aber dies wird nicht der Tempel sein des Messias, des wahren Messias, weil der ist vor 2000 Jahren gekommen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber Israel in weiten Teilen hat ihn nicht erkannt. Sie haben einen politischen Führer erwartet, der sie von der römischen Herrschaft befreit. Und genauso erwartet Israel heute einen Führer, der sie befreit von den Arabern und den Moslems. Wir wollen uns also verschiedene Dinge anschauen und darunter eben auch hier den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel. Und das war eine der dramatischen Zeitenwenden am 7. Oktober. Und die Moslems haben diesen Angriff selbst genannt Operation Al-Aqsa-Flut, nach dem Al-Aqsa-Tempel, der auf dem Tempelberg steht, zusammen mit dem Felsendom. Und wir werden sehen, dass Sprecher der Hamas gesagt haben, dass
dieses ein präventiver Schlag ist wegen den roten Kühen, vier rote junge Kühe, die vor 2-3 Jahren nach Israel aus Texas importiert wurden. Und das ist eine Bedrohung der Interessen der Palästinenser. Und es hat hier eine Bombardierung gegeben im Gaza-Gebiet, wie wir das in der Geschichte Israels des Nahen Ostens noch nie erlebt haben. Bis zu 80% der Gebäude zerstört. Und am 7. Oktober sind ja 1200 Menschen getötet worden von Hamas, die meisten davon Juden. Größte Massaker seit dem Holocaust. Aber mittlerweile sind über 30.000 Palästinenser getötet worden. Und 2 Millionen sind aus ihren Häusern vertrieben. Und über 500.000 sind in akuter Hungersnot. Und das sind Dinge, die ein Antisemitismus weltweit mittlerweile ausgelöst haben. Ich habe dazu auch Folien. Ja. Und jetzt ist also ein brutaler Angriff auf das Gaza-Gebiet und 2 Millionen Menschen haben alle humanitäre Nöte. Blinken hat dazu gesagt, der US-Außenminister, gemäß respektierten Daten leiden 100% der Bevölkerung in Gaza unter sehr dramatischen Leveln von Ernährungsmangel und Mangel an Sicherheit und Schutz für ihre Familien. Und 50% dieser Menschen sind Kinder. Und das ist nicht nur ein Versagen Israels, diese humanitäre Krise hier Herr zu werden, sondern auch der USA und Deutschlands und der westlichen Welt, die das genehmigen. Also wir sehen hier, dass eine unglaubliche Zuspitzung der Ereignisse ist. Und wir werden sehen, dass das gemäß der Lehre der ultraorthodoxen Juden auch zulässig ist, Feinde zu bekämpfen mit Krieg. Netanjahu hat gesagt, jetzt ist die Zeit für Krieg. Und das hängt damit zusammen, dass Israel endzeitliche Geschehen vorbereitet. Und zwar einen dritten Tempel zu bauen. Ich habe hier auch Informationen über jüdische Webseiten, zwei der führenden, wenn du wirklich wissen willst, wie denken Juden, wie denken Israeliten. Hier ist von Rabbi Schneerson, der vor über 20 Jahren mittlerweile schon verstorben ist, der Lubavitcher Rabbi. Wir werden uns gleich noch seine Lebensgeschichte in Kürze anschauen. Und sie haben 1800 Videos und verbreiten die Lehre von dem einflussreichsten Rabbiner, der tausende Rabbis weltweit beeinflusst hat. Und er sagt, auf diesem Kanal lehrt er über alle wichtigen Themen, aber sagt auch, dass Friedensmissionen absolut nicht möglich sind mit Palästinensern und Moslems, weil Israel 100% dem Volk der Juden gehört. Das Land Israel ist ohne Kompromisse ihr Land, ebenso wie der Tempelberg. Und man muss auch zu den Waffen greifen, um eben diese Interessen Israels durchzusetzen. Hier sehen wir, das Ende des Exils der Juden muss stattfinden. Und damit meint er, dass Israel immer noch nicht im Vollbesitz des verheißenen Landes von Gott ist. Und Netanjahu ist sehr, sehr beeinflusst worden von Rabbi Schneerson. Ich will einmal hier ein Buch zeigen. Ja. Er wurde immer nur der Rabbi genannt. Er hat viele Präsidenten von Ronald Reagan über Clinton und viele, viele andere beeinflusst. Und er redet eben davon, dass man es beschleunigen muss, dass der Messias wieder zurückkommt nach Israel, um Israel zum Haupt der Nationen zu machen und dass ein Zeitalter des weltweiten Friedens und der Prosperierung anbricht. Und Rabbi Schneerson hat gesagt zu Netanjahu 1984, als er UN-Botschafter war, ein ganz junger Mann, dass er Premierminister werden wird und dass er dem Messias, was nach christlicher Sichtweise der Antichrist ist, der eine globale Weltherrschaft gegen das Christentum, gegen den wahren Messias Jesus Christus aufrichten wird. Hier ist eine weitere interessante Webseite, Hilda Broad,
Das ist der weltgrößtes jüdisches TV-Netzwerk. Also wenn du wissen willst, wie denken die Juden auch über die Sonnenfinsternis, über die Dinge, die sich ereignen. Ich habe sehr interessante Sachen gelernt von dem Video da unten, Solar Eclipse 2024, die geistliche Bedeutung, wo sie sagen, das ist eine negative Nachricht für Heiden, weil die Heiden nach dem Sonnenkalender gehen. Die Juden gehen nach dem Mondkalender. Der biblische Kalender hat den Mond im Zentrum und der heidnische gregorianische Kalender die Sonne. Und dann sind viele, viele weitere Einsichten, was die Bibel sagt über Sonnenfinsternisse. Und es ist meistens immer ein schlechtes Omen gewesen, ein Zeichen Gottes, dass Gott ärgerlich ist. Wenn er das Licht ausschaltet über einer Region, dann bedeutet es Finsternis, Zorn Gottes, der nur durch Buße abgewandt werden kann. Also sehr interessant. Und dann hier Geschlecht in der Ehe, ja, die finstere Seite des Mondes. Ja, also sehr, sehr interessant, diese jüdischen Kanäle einmal kennenzulernen. Also, es geht darum, in der Zeit, wo wir leben, dass eine rote Kuh geopfert werden soll. Ich werde gleich auch mal die Bibelstellen dazu nennen, damit die hohen Priester, die wieder vom Hohen Rat mittlerweile eingesetzt sind, der Sanhedrin zur Zeit Jesu existiert wieder. Das Tempelinstitut hat die Leuchter entwickelt, eine Kopie der Bundeslade und auch Opferaltar, all diese Dinge. Und nach vielen Aussagen soll so schnell wie möglich die rote Kuh, und wenn das dieses Jahr erfolgen will, nach meinem Verständnis, ich kann mich auch irren, müsste es bis zum 22. April, da ist der 14. Nisan, das Passafest, die Sonnenfinsternis war am 1. Nisan, der um 18 Uhr begann, bis 18 Uhr am 9. April, der Tag im biblischen Zeitrechnung beginnt immer um 18 Uhr. Also direkt am ersten Jahr des religiösen Kalenders hat Gott die Sonnenfinsternis gegeben. Ist das ein Zufall? Ich glaube kaum. Also hier sehen wir noch einmal die Dramatik hier der Zerstörung. Und das, was es auslöst, sind Proteste weltweit gegen Israel. Und nach der Philosophie von Rabbi Schneerson und auch von Netanyahu braucht es diese Mobilisierung auch der antijüdischen Kräfte, um den Messias herbeizurufen, dass er Israel rettet. Hier sehen wir in Bagdad riesige Demonstrationen gegen Israel für die Befreiung der Palästinenser im Gaza-Gebiet. Und sie stehen natürlich alle hinter Hamas. Hier sehen wir in Hisbollah, im Libanon, demonstrieren gegen Israel. Dasselbe überall und natürlich auch weltweit, in Saudi-Arabien. Überall sehen wir befreit Palästina. Und wir sehen ja, dass mittlerweile Raketen geschossen werden auf US-Basen. Das ist über 70 Mal schon passiert. Und auch auf Israel, damit hier eine Eskalation im Nahen Osten passiert, was in einen dritten Weltkrieg münden kann. Und auch in Armageddon, was wir in Offenbarung Kapitel 16 sehen. Hier sehen wir auch riesige Demonstrationen, ja, in Jemen von den Houthis, die mittlerweile ja auch das Rote Meer blockieren, wo es auch wieder zu riesigen weiteren weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt und Angriffen auf die USA, die verhasst ist, weil sie engster Verbündeter mit Israel ist. Kommen wir einmal zu Rabbi Schneerson. Er ist der Leiter der Chabad Lubavitcher, die eine weltweite Bewegung sind auf allen Kontinenten, wie wir sehen wollen, werden. Er hat diese Bewegung übernommen, er hat sie weiter ausgebaut und das Zentrum, das wurde von ihm gegründet, ist heute in Brooklyn, New York. Netanyahu hat Israel mittlerweile völlig isoliert. Überall in der ganzen Welt sagt man, das, was hier passiert, ist Völkermord an den Palästinensern. Ja? Und es ist ein Versagen der humanitären Dinge, die normalerweise geregelt werden müssen. Ja, wie wir gehört haben, 2 Millionen im Gaza-Gebiet sind in lebensbedrohlicher Not.
Und der Iran hat ein weltumspannendes Terrornetzwerk gegen Israel in Stellung gebracht. Ja, was also den Kampf um die Vorherrschaft in Israel immer mehr eskaliert. Und der Antisemitismus ist so stark wie nie zuvor. Hier sehen wir Demonstrationen in der Türkei. Wir haben alle davon gehört. Erdogan hat sich voll hinter die Hamas gestellt, hinter Palästinenser. Und das sind unglaubliche Mobilisationen und Unruhen. Ein Hamas-Sprecher, und das ist sehr interessant, hat Israel die Schuld gegeben für die Angriffe am 7. Oktober auf Israel wegen den roten Kühen, auf Englisch Red Heifers genannt. Und er sagte, weil die Israelis angekündigt haben, dass sie im Oktober letzten Jahres rote Kühe opfern wollen, um sich zu reinigen und den dritten Tempel, wofür sie die Al-Aqsa-Moschee und auch den Felsendom zerstören müssen. Dadurch haben sie sich provoziert und bedroht gesehen, haben sie Israel am 7. Oktober 2023 angegriffen. Das war mir neu und hat mich tief berührt und es ergibt einen Sinn. Ja? Und das heißt, sie haben es verhindert, dass der Plan im Oktober schon diese roten Kühe zu opfern durchgesetzt werden konnte. Hier sehen wir die Bilder, ja, wo 1200 Israelis, auch Palästinenser von Hamas, getötet wurden. Und Benjamin Netanyahu war sich immer gewiss, dass er Einfluss auf die USA hat, wenn es darum geht, militärische Unterstützung zu bekommen. Und darum hat sofort Israel mit schweren Angriffen reagiert, nach kurzer Zeit die Bodenoffensive, sie haben sich 2 Wochen Zeit gelassen, gestartet und dann eben 500.000 Menschen im Gaza-Gebiet obdachlos gemacht. Und dann nach kurzer Zeit ist ausgeweitet, dass 1 Million obdachlos waren. Und jetzt sind 2 Millionen im Prinzip betroffen und das Gaza-Gebiet ist wirklich eine Hölle geworden auf der Erde. Netanyahu hat gesagt, er hat dabei Sprüche, Kapitel 3, Vers 8 zitiert, nein, Prediger, 3, Vers 8, wo Salomo, Prediger von Salomo geschrieben sagt, es gibt eine Zeit für alles unter dem Himmel, eine Zeit zu pflanzen, eine Zeit auszureißen, eine Zeit zu lieben, eine Zeit zu hassen, eine Zeit für Frieden, eine Zeit für Krieg. Das ist Prediger Kapitel 3, Vers 8. Und er hat das zitiert. Er hat gesagt, es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg. Dies ist die Zeit für Krieg. Und das sagt er in dem Bewusstsein. Die Wiederkunft des Messias, die Ankunft des Messias von Israel, ihren König und Retter vorzubereiten. Das muss uns sehr, sehr klar werden. Und Netanyahu hat das Militär mobilisiert. Sie sind mittlerweile 50% der Überzeugung der orthodoxen Juden, dass Israel gerettet werden wird durch die Ankunft des Messias, der ein weltweiter Herrscher, weltweiten Einfluss haben wird und dass dadurch eine Zeit des Friedens unter der Führung Israels geschehen wird. Hier sehen wir ihn reden im Kongress, US-Kongress, um Partnerschaften auch und Unterstützung für den Krieg im Nahen Osten anzuwerben. Netanyahu hat immer wieder gesagt, dass er ganz starke Unterstützung hat im Senat, im Kongress und von der jüdischen Lobby in den USA, dass Israel nichts zu befürchten hat, weil es die USA bestimmen kann und weil es starken Einfluss hat, diese Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen. Netanyahu hat in den letzten 2 Jahren mit den ultraorthodoxen jüdischen Parteien und Gruppierungen Partnerschaften eingegangen, die alle seine Regierung unterstützen. Ich will mir mit euch auch seine kurze Biografie anschauen, wie er immer wieder abgesetzt wurde und dann 12 Jahre ununterbrochen Premierminister war und dann nochmal abgesetzt wurde und jetzt seit 2022 wieder Premierminister ist. Ich schaue das gleich an. Also diese Red Heifers, sagt der Sprecher der Hamas, das könnt ihr in YouTube also verifizieren, Abu Obaida hat ausgesagt, dass die Hamas mobilisieren wegen den roten Kühen,
Das ist für sie eine Bedrohung des Tempelberges und der Al-Aqsa-Moschee und dass diese Bedrohung einfach ein Eingreifen präventiv von Krieg erfordert. Ja, auch der christliche Sender CBS hat das alles bestätigt. Die Hamas hat das am 14. Januar bekannt gegeben. Also wir müssen uns das mal zu Gemüte führen, dass sie diesen Krieg begonnen haben wegen roten Kühen und wegen der Kontrolle des Tempelberges, wodurch der dritte Weltkrieg beginnen kann. Nämlich den dritten Tempel zu bauen und damit also das drittwichtigste Heiligtum der Moslems zu zerstören. Ich möchte jetzt mal eingehen auf den Rabbi und Bibi Netanyahu. Netanyahu wird ja immer wieder Bibi genannt von seinem Volk. Und der Rabbi Schneerson hat ihn das erste Mal getroffen 1984, als Netanyahu Botschafter bei der UNO war. Und da waren viele, viele Gespräche, natürlich auch im Geheimen. Und Netanyahu wurde gratuliert von Rabbi Schneerson und er hat ihm gesagt, du hast ja gerade eine neue Rolle, die du übernimmst als Premierminister. Viele Dinge haben Fortschritte gemacht, sagte dann Netanyahu zu Rabbi Schneerson. Und er sagte, ja, aber was noch nicht passiert ist, ist, dass Moschaja immer noch nicht gekommen ist. Der Messias ist immer noch nicht gekommen. Und tue doch etwas, um sein Kommen zu beschleunigen. Unternimm mehr. Ja, er ist noch nicht da, das ist noch nicht erfolgt. Und Netanyahu antwortete, wir tun es, wir arbeiten daran. Rabbi Schneerson sagte, ja, das ist anscheinend nicht genug, was ihr tut. Ihr müsst mehr tun. Und es sind mittlerweile viele Stunden, viele Tage vergangen und immer noch ist der Messias nicht da. Und Rabbi Schneerson ist dafür bekannt, dass er eben das Kommen und die Wiederkunft des Messias herbeibringen will. Die Art, wie das nur geschehen kann, ist über diese roten Kühe, die Israel gekauft hat, das Tempelinstitut, für $500.000 aus Texas. Und das sind junge Kühe, die mittlerweile zwischen 3 und 4 Jahren alt sind und ohne die der dritte Tempel nicht gebaut werden kann. Und wir sehen in 4. Mose Kapitel 19, 1 bis 9, die Verordnungen Gottes für Moses. Und der Herr sprach und redete zu Mose und Aaron, das ist die Ordnung des Gesetzes, die der Herr euch geboten hat. Redet zu den Söhnen Israel, dir eine rote junge Kuh zu bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist. Ihr sollt sie dem Priester Eleazar übergeben, sie soll vor das Lager hinausgeführt werden und man soll sie dort schlachten. Und das müsste sein am Ölberg vor dem Tempelberg. So sagen es die Rabbis in Israel. Es muss mit Blick auf den Tempelberg, wo die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom ist, geschlachtet werden. Und der Priester Eleazar nehme von ihrem Blut, besprenge 7-mal die Vorderseite des Zeltes der Begegnung. Das war damals in Shiloh, wo das Zelt der Begegnung war, bevor Salomo den Tempel auf dem Berg Zion, dem Tempelberg in Jerusalem, gebaut hat. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen, ihre Haut, ihr Fleisch, das Blut samt Mageninhalt soll man verbrennen. Der Priester soll Zedernholz, Ysop, Karmesin nehmen und es in den Brand der jungen Kuh werfen. Und die Priester sollen ihre Kleider waschen und sich im Wasser baden und dadurch werden sie rituell rein. Und auch der Tempel und alle Geräte wurden durch die rote Kuh entsühnt. Hier sehen wir das noch einmal auf Englisch. Ja. Und diese Kühe sind jetzt in Stellung gebracht. Und die Frage ist, hat diese Ankunft dieser 5 roten Kühe, eines mittlerweile disqualifiziert worden, weil sie nicht rote Haare ausgebildet hat, hat es Bedeutung für den dritten Tempel und für die Endzeit? Die Antwort ist 100% ja. Es hat sehr große Bedeutung. Und Netanyahu hat eben auch gesagt, dass die UN immer gegen Israel war und dass sie ein Haus der Finsternis ist. Aber dass der Messias eben dieses Licht bringen wird für alle Nationen, Licht und Wahrheit. Und er sagte, selbst die größte Finsternis wird durch eine entzündete Kerze verdrängt.
Und aus ihrer Sicht ist dieses Licht die Wahrheit, die Israel bringt durch den dritten Tempel und durch den Messias, den sie vorbereiten. Gucken wir uns mal kurz die Geschichte von Menachem Mendel Schneerson an. Er wurde, wie gesagt, der Rabbi genannt, the Rabbi. Und er ist ein unglaublich intelligenter, weiser Rabbi, der auch über Kindererziehung und alle Bereiche des Lebens lehrt auf dem Kanal JEM, also JEM. Das ist Jewish Education Channel, Jewish Educational Media des Lubavitcher Rabbis Schneerson. Er wurde 1902 am Schwarzen Meer in Nikolajew geboren und er ist dann 1928 nach Berlin umgezogen, wo dann ja 1933 die Nazis die Herrschaft übernommen haben. Er ist dann nach Paris geflohen, was ja dann auch im Krieg ab 1939 bis 1945 von den Nazis erobert wurde. Und er ist dann 1941 nach New York geflohen vor den Nazis und hat sich in Brooklyn niedergelassen, wo heute die Zentrale der Lubavitcher Juden ist, die ein weltweites Netzwerk der Lehre haben. Und dort ist er der Leiter 1951 geworden. Er hat die Leitung von seinem Schwiegervater übernommen und er wurde der Leiter der Chabad Lubavitcher Juden. Er hat 1996 prophezeit, dass, nein, er hat viel früher prophezeit, in den 80er Jahren, dass Netanyahu eines Tages Premierminister werden wird von Israel. 1996 hat sich diese Prophezeiung von Rabbi Schneerson erfüllt. Er wurde das erste Mal Premierminister. Und dann 1999 wurde Netanyahu gestürzt durch politische Gegner, die einfach eine andere Politik der Kompromisse hatten mit Westbank und mit den Palästinensern, weil Netanyahu ist ja auch mehr ein ultra-orthodoxer Hardliner, der niemals eine Zwei-Staaten-Lösung anerkennen würde, sondern der sagt, ganz Israel gehört den Juden und deswegen auch diese Bekämpfung der Ansprüche der Palästinenser. Die Menschen wollen Veränderung, sie wollen in eine neue Richtung gehen und das ist eben wirklich für ein starkes Israel und dass die Palästinenser mehr und mehr zurückgedrängt werden. Er war eben dann 12 Jahre Premierminister von 2009 bis 2021, während der Regierungszeit von Barack Obama, auch Donald Trump. Donald Trump hat unter seiner Regierung dann eine enge Verbindung mit Netanyahu geknüpft, indem die US-Botschaft nach Jerusalem umsiedelte. Das war ein historischer Meilenstein und die Hauptstadt Israels Jerusalem anerkannt hat. Das erste Mal in der Geschichte Amerikas. 2022 wurde Netanyahu noch einmal kurz abgesetzt. 2021 vielmehr. 2022 kam er dann wieder nach einem Jahr Pause und wurde wieder Premierminister bis heute. Jetzt sehen wir so viele Demonstrationen gegen Netanyahu, weil er immer mehr Macht beansprucht hat, eben über die Presse, über die Gerichtsbarkeit, über die Exekutive, Legislative. Und es ist zu viel Macht, sagen manche im Volk, die Netanyahu beansprucht. Natürlich beansprucht er diese Macht, weil er ein sehr starker Leiter ist und weil er Israel und auch den dritten Tempel umsetzen und zum Ziel führen will. Hier sehen wir Netanyahu mit seiner neuen Regierung seit 2022 und es gibt wenig Chancen auf Neuwahl. Er wird die nächsten Jahre Premierminister bleiben und das werden entscheidende Jahre sein. Trotz aller Demonstrationen. Er hat in Westbank viele Siedlungen gebaut, entgegen internationalen Verträgen und Recht. Das ist Westbank, er hat viele, viele Siedlungen gebaut, auch für die Juden. Und das kommt aus der Denkweise der orthodoxen Juden, dass die Westbank Israel gehört, genau wie der Tempelberg. Und
Viele sagen hier, seine Gegner, ja, er ist ein Verbrechensminister, ein Crime Minister. Und sie würden ihn am liebsten stürzen. Wo aber keine Chance ist, weil er sitzt sehr, sehr fest im Sattel. Aber die Mehrheit der Juden steht hinter Netanjahu und sie wollen einen starken Leiter. Und sie sagen auch, befreit die 134 Gefangenen, immer noch im Gaza-Gebiet, Geiseln der Hamas. Ich glaube, dass es nur sehr vordergründig um die Geiseln der Hamas geht, sondern dass es um viel, viel mehr geht und dass es hier wirklich darum geht, dass eine Vorbereitung sein soll, den Tempelberg einzunehmen, und die Dinge, die dort von den Moslems gebaut wurden, sind in den letzten Jahrhunderten die Al-Aqsa-Moschee und auch den Felsendom zu beseitigen und diesen dritten Tempel zu bauen. Ich glaube, das ist, worum es hier geht. Netanjahu hat in den letzten Monaten auch einen Gebetsbrief in die Westernwand des Tempelberges gesteckt. Also ich glaube, es geht um viel, viel mehr in diesem Krieg gegen Hamas. Netanjahu sagt ja, sie sind wie Amalek, die Todfeinde Israels waren, wo Gott geboten hat, löscht sie aus, führt Krieg bis zu ihrem totalen Niederlage. Und so sagt Netanjahu, dass die Hamas wie Amalek sind. Das heißt, das ist keine Sprache, wo Frieden und Kompromisse Raum hat, sondern er redet von der totalen Zerstörung der Hamas, was völlig menschenunmöglich ist. Und viele der führenden Rabbis sagen auch, es gibt keinen Kompromiss und auch keinen Ausweg zu einem Frieden hier im Gaza-Gebiet und in Israel. Diesen Frieden kann nur der Messias bringen, und für den bereiten sie eben hier sein Kommen vor. Hier sehen wir noch einmal die nationalen Konferenzen der Lubavitcher. Und hier sehen wir, dass das Tempelinstitut Opfer vorbereitet, auch schon Opfer gebracht hat, in der Nähe des Tempelberges. Sie haben die Posaunen, sie haben hier alles vorbereitet für den Bau des dritten Tempels. Und das sind Dinge, die sehr, sehr bald geschehen können. Hier sehen wir, der Tempelberg ist riesig. Unter dem Felsendom hat Israel mittlerweile sehr, sehr viele Tunnel und Anlagen gebaut, sodass Dinge auch schon erschüttert wurden. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass die Al-Aqsa-Moschee betroffen ist und mittlerweile auch da Erschütterungen waren, dass dieses Gebäude entweder gesprengt wird oder eben auch zusammenstürzen kann. Rabbi Schneerson, wie gesagt, hatte einen Einfluss auf Israel und weltweit bis heute. Und wir werden sehen, wie diese Dinge sich jetzt auch im Monat Nisan, das ist unser April, weiterentwickeln. Manche haben gesagt, hier ist schon eine Rampe gebaut für das Opfer. Einige haben es dementiert, aber hier ist eine Rampe, wo viele sagen, das ist die Vorbereitung für das rituelle Opfer der roten Kühe. Und wenn das geschieht, dann wissen wir, dass nicht mehr viel Zeit ist, dass wir in die Phase kommen der letzten 7 Jahre, wo eine Weltherrschaft des Antichristen aufgerichtet wird. Hier ist ein Interview auch von CBS, wo eine Repräsentantin Israels sagt, die auch, glaube ich, in der Regierung sitzt, die sagt, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee, alles davon wird verschwinden. Der Reporter fragt nochmal nach, wirklich soll das alles verschwinden? Ja, nichts davon wird übrig bleiben. Das ist Wortlaut der ultraorthodoxen Juden in Israel, dass diese Dinge gesprengt werden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das passiert, dann wird es zu einer Eskalation im Nahen Osten und dann kann es zu Armageddon kommen, was die Offenbarung beschreibt. Ich lese das einmal ganz, ganz kurz vor, und das lest ihr in Offenbarung 16. Dort steht, ja, und ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres, dem Mund des falschen Propheten,
was Satan und die antichristlichen Mächte bringen. Drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Sieh, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Das heißt, dieses ist ein Bild für Sünde, Nacktheit, nicht bekleidet mit Vergebung und Gerechtigkeit Gottes. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Und das wird ein dritter Weltkrieg sein, wo viele sagen, wo Russland, Iran, Saudi-Arabien, die Feinde Israels involviert sind. Also das ist, was vorbereitet wird. Die Chabad-Bewegung, die also den dritten Tempel bauen will, die auch eben den Messias vorbereiten will, wo der Rabbi Schneerson gesagt hat, dass Netanjahu der letzte Premierminister sein wird, der dann die Staffel an den Messias übergeben wird. Sie haben ein globales Reich mit über 200 Stützpunkten weltweit in 200 Städten. Und die Chabad-Bewegung hat eben eine globale Beeinflussung ihrer Nachfolger durch Synagogen, Schulen und auch Drogenrehabilitätszentren. Und die Aufgabe der Lubavitcher Rabbis, die Schneerson trainiert hat, ist, die Juden weltweit zum Judaismus zu bekehren. Weil es gibt ja viele atheistische Juden, auch säkulare Juden. Und sie haben die Aufgabe, Juden vorzubereiten für das Kommen des Messias. Also dieser Kampf, sagt hier Macron, der französische Ministerpräsident, Präsident Macron sagt zu Netanjahu, der Kampf muss ohne Erbarmen sein, aber nicht ohne Regeln. Aber der Kampf ist schon lange ohne Regeln im Nahen Osten. Und das ist auch, was Schneerson gesagt hat. Hier habe ich für euch nochmal eine Information über sein Leben. Also sehr interessant, das zu studieren. Und dann verstehen wir, was hinter dem Konflikt Israels mit der Westbank, mit dem Gaza-Gebiet und der Hamas ist. Es gibt keine Kompromisse. Das heißt, es wird eskalieren bis zum Bau des dritten Tempels und das wird in einen dritten Weltkrieg mit großer Wahrscheinlichkeit dann münden. Okay, soweit mein Video darüber. Gib doch ein Like dafür, damit es sich auf YouTube verbreitet. Und ich danke dir für dein Abo meines YouTube-Kanals. Und wenn du willst, kannst du auch unsere Medienarbeit unterstützen, die wir immer weiter verbessern und ausbauen wollen. Du kannst es hier sehen, DE 85 1705 2009 40 0440 72. Schreib doch an info@neuesleben.berlin. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreibt eure Kommentare, wie ihr das seht, dass also Netanjahu vorbereitet ist für Konfrontation und für den Messias von Israel, der ein falscher Messias sein wird, der, wie wir Christen glauben, der Antichrist ist, der eine Weltherrschaft vorbereiten wird und wo es dann eben 7 Gerichtsjahre gibt, die die Offenbarung beschreibt. Schreibt doch eure Kommentare, wie ihr das seht und ich werde weitere Videos auch darüber bringen. Auch über Gottes Kalender will ich als nächstes Videos bringen und diese Themen vertiefen. Vielen Dank. Und Gottes Segen und Frieden mit euch.